Hi zusammen, in diesem Video habe ich einige Tipps zur Gouache-Malerei für euch zusammengefasst. Übrigens arbeite ich hauptsächlich mit Gouache-Tuben, entweder die Schminke Horadam oder die Akademie-Tuben. Übrigens nur als kleiner Hinweis, auf manchen Tuben steht ja, dass die nicht deckend sind, die Farben. Das ist übrigens kein Qualitätsmangel oder sowas, sondern es liegt an den Pigmenten, die verarbeitet wurden. Manche Pigmente sind eben deckend und manche nicht. Und da bei den Horadam-Farben keine Weißpigmente eingearbeitet wurden, sind eben manche Farben deckend und andere weniger deckend. Da man bei Gouache, ähnlich wie bei Aquarell, auch mit Wasser arbeitet, sollte das Papier dafür natürlich geeignet sein. Ich nehme am liebsten Cold-Pressed-Papier oder Hot-Pressed-Papier. Das Cold-Pressed-Papier hat etwas mehr Struktur und der Dry-Brush-Effekt kommt dabei ein bisschen besser durch, finde ich. Gerne arbeite ich mit Gouache auch auf farbigem Papier, zum Beispiel auf dem grauen oder auf dem naturfarbenen von Hahnemühle. Ich achte aber auch hierbei darauf, dass das für Aquarell geeignet ist und dass ich nicht unter 200 Gramm pro Quadratmeter komme bei dem Papier. Genau wie bei Aquarell auch empfehle ich, zwei Wassergläser zu benutzen. Ich tupfe zwar meinen Pinsel vorher an einem Tuch ab, sodass die meisten Pigmente schon am Tuch sind. Allerdings brauche ich manchmal natürlich auch frisches Wasser, um Farben wässriger zu machen oder um meinen Pinsel mal komplett auswaschen zu können. Deswegen gerne auch hier zwei Wassergläser. Wenn ihr auch gerne schöne, saubere Ränder bei euren Gouache-Bildern haben wollt, empfehle ich euch, diese einfach mit einem Klebeband abzukleben. Ich nehme dafür zum Beispiel gerne das Tesa Sensitive. Im Gegensatz zu Aquarellpinseln nutze ich hier welche, die nicht ganz so viel Wasser und Farbe aufsaugen können. Ich nutze zum Beispiel, wie ihr hier auch seht, gerne den Nova Plakatschreiber. In verschiedenen Größen habe ich den. Man kann super Effekte damit erzeugen, den super vielseitig einsetzen. Und er hat ein wenig längere Fasern als ein normaler Flachpinsel, was es ein bisschen leichter macht, länger mit dem Pinsel zu arbeiten, ohne wieder in die Farbe reingehen zu müssen. Rundpinsel nehme ich gerne für Details oder auch für den Dry-Brush-Effekt. Und einen sogenannten Katzenzungenpinsel nehme ich auch gerne in trockener Form für den Dry-Brush-Effekt, aber auch um flächig kontrolliert arbeiten zu können. Das ist meine Auswahl, beziehungsweise ich habe natürlich noch einige mehr. Mein Tipp, probiert einfach einige Pinsel aus und schaut, wie ihr damit zurechtkommt. Gouache-Farben kann man ganz einfach direkt aus der Tube verwenden, so mache ich das. Am liebsten, ich verdünne sie selten mit Wasser. Aber man kann es natürlich tun. Wichtig ist, dass man weiß, dabei geht natürlich ein wenig von der Deckkraft verloren, aber die Farbe kann man somit auch aufhellen, ähnlich wie bei Aquarell. Wichtig ist, dass ihr wisst, eine Gouache-Farbe ist keine Aquarellfarbe. Heißt, die verhalten sich auch ein bisschen anders und auch die Zusammensetzung ist ein bisschen unterschiedlich. Aber natürlich könnt ihr die auch zusammen in einem Bild verwenden als Mixed Media. Das geht wunderbar. Wichtig ist nur hier, dass ihr wisst, dass Gouache matt trocknet. Aber wenn ihr damit kein Problem habt, könnt ihr das natürlich super gerne machen. Ich finde auch, dass Gouache sich ein bisschen leichter kontrollieren lässt und nicht so ein krasses Eigenleben hat wie Aquarell zum Beispiel. Wie bereits erwähnt, kann man Gouache-Farben mit Wasser ganz einfach aufhellen, ähnlich wie Aquarellfarbe. Allerdings kann man das auch mit Zugabe von Weiß tun. Ich finde, dadurch verändert man so ein bisschen den Charakter der Farbe, weil sie zum Beispiel nicht nur heller wird dadurch, sondern auch deckender. Ein weiterer Tipp ist, denkt dran, dass Gouache-Farben ein wenig heller trocknen, als sie im nassen Zustand wirken. Anders ist es zum Beispiel, wenn man Weiß dazu mischt, da finde ich, dass sie im nassen Zustand heller wirken und dass sie ein bisschen dunkler trocknen. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, habt immer ein Weiß auf Vorrat, denn bei mir ist das wirklich die meistgebrauchte, ich nenne es mal Farbe, also habe ich immer eine Tube Weiß im Schub und kann dann immer darauf zurückgreifen. Ein Gamechanger in der Gouache-Malerei war für mich diese Feuchtheitspalette. Hier habe ich einfach ein paar von meinen liebsten Farbtönen reingemacht, direkt aus der Tube, wie man es von Aquarell kennt. Ab und zu feuchte ich die mal wieder an. Wichtig ist nur, dass man darauf achtet, dass die wirklich nicht zu feucht sind und die Palette am besten zwischendurch einfach mal aufmachen, damit es halt nicht gammelt da drin. Aufgrund der Zusammensetzung der Gouache-Farben eignet sie sich nicht sonderlich, um trocken gelagert zu werden wie Aquarellfarben, denn die fangen dann an zu bröckeln
Und es macht absolut keinen Spaß, diese Farben so weit anzulösen, dass man eine gute Konsistenz zum Malen hat. Vielleicht zum Sketchen oder so, da reicht es. Deswegen habe ich das auch noch nicht weggeschmissen. Aber ich nehme da lieber die Farben in der Feuchthaltepalette, denn da sind die wirklich lange frisch, sage ich mal. Und haben auch lange eine ähnliche Konsistenz wie aus der Tube, vor allen Dingen, wenn man immer mal wieder danach schaut. Als Mischpalette nehme ich besonders draußen oder unterwegs den Deckel von dieser Feuchthaltepalette oder drin auch gerne diese Keramikpalette, die ich übrigens auch nicht sauber mache, denn Gouache ist, wie gesagt, wasserlöslich, auch wenn es getrocknet ist. Und man kann so ein paar Sachen damit noch machen, wenn man möchte. Oder man kann sie auch irgendwann einfach mal ganz auswaschen und man hat die wieder ganz frisch. Zudem kann ich auch Palettenpapier empfehlen. Da reiße ich mir dann immer mal wieder ein kleines Stück ab, feuchte die Hinterseite an, klappe das dann um und somit bleibt die Gouache-Farbe, wenn ich die da jetzt drauf mache, auch ein wenig länger feucht und man kann länger damit arbeiten. Mit Gouache kann man auch super in Schichten arbeiten. Wenn man nicht möchte, dass sich die beiden Schichten vermischen, also die unterliegende Schicht und die Schicht, die man gerade aufträgt, ist es vor allem wichtig, dass die unterliegende Schicht trocknet, bevor man mit anderer Farbe darüber geht. Zudem sollte man auch darauf achten, dass man nicht zu viel Wasser in der nachfolgenden Schicht verwendet und auch nicht zu viele Pinselbewegungen macht, denn dadurch löst man die darunterliegende Farbe wieder an. Heißt also, wenn ihr mit Gouache schichten wollt und nicht wollt, dass sich die Farben ineinander vermischen, macht eine Schicht, wartet bis diese getrocknet ist und nehmt in der darauffolgenden Schicht mehr Farbe, weniger Wasser, weniger Pinselbewegung und schon könnt ihr super übereinander schichten. Die Tatsache, dass man Gouache auch wieder anlösen kann, nachdem es getrocknet ist, hat natürlich auch den Vorteil, dass man zum Beispiel zwei nebeneinander liegende Farben einfach mit einem mit Wasser angefeuchteten Pinsel ineinander verblenden kann. Kommen wir zu Tipp Nummer 12. Und zwar kann man ganz einfach mit Buntstiften oder Aquarellbuntstiften Details auf seine Gouache-Bilder draufmalen. Man kann sie zum Beispiel mit Mustern verschönern, manchen Bereichen ein wenig mehr Struktur verleihen oder auch einzelne Details hinzufügen, wie zum Beispiel einzelne Fellstriche. Wenn ihr mit Outlines arbeitet, fügt die ganz zum Schluss ein. So könnt ihr unschöne Ränder ein bisschen kaschieren und lauft nicht Gefahr, dass ihr die Umrisse wieder mit anlöst und sie sich mit euren Farben vermischen. Das gleiche gilt für ganz weiße oder helle Highlights. Kommen wir zum letzten Punkt, dem Fixativ. Ist meiner Meinung nach nicht notwendig, solange die Bilder im Skizzenbuch sind oder wenn man hochwertige Farben mit guter Lichtechtheit für Bilder nutzt, die gerahmt werden, für Postkarten oder ähnliches, oder wenn man zum Beispiel auf Leinwand arbeitet, würde ich schauen, ob ich vielleicht ein anderes Medium benutzen kann oder wie ich das fixieren kann. Da ich das bisher noch nicht gemacht habe, kann ich dazu leider kein Urteil abgeben. Wenn ihr also etwas wisst, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und das waren auf jeden Fall meine 14 Gouache-Tipps für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like da und schaut für mehr gerne auf meinen Kanal vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin kreativ und gesund. Bis dann!